Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 2013 Reloaded mit Glasgow Rangers in der ersten Saison hier in der Scottish Championship und damit herzlich willkommen. Wir stehen heute vor der Begegnung gegen den FC Falkirk, gegen den Tabellensechsten, eine Mannschaft mit langer Tradition in Schottland. Insgesamt gab es bislang 15 Begegnungen, welchen wir, glaube ich, 12-mal gewonnen haben, 2-mal unentschieden und eine Niederlage, glaube ich. So war es zumindest in der Historie, die vor dem Spiel lief. Und dann können wir hier noch die anderen Begegnungen angucken. Codenbath, der Fünfte, empfängt Livingston. Dunbarton gegen Alloa Athletic. Queen of the South gegen Hearts of Midlothian und Raith Rovers gegen Hibernian Edinburgh. Dann sehen wir hier noch die anderen Ligen. Bundesliga fängt jetzt an. Hier nach dem originalen Spielplan, wie wir hier sehen können. Bayern gegen Wolfsburg, Köln gegen Hamburg, Dortmund, Leverkusen und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, Textmodus. Verlieren nicht viel Zeit. Ihr habt ja im letzten Part gesehen, die Kooperation, die entstanden ist mit Olympique Lyon und der ersten Ausleihe von Sefane, der jetzt erstmal auf der Bank Platz nehmen muss. Und dann würde ich mal sagen wir unserer Mannschaft jetzt, geht draußen, spielt ordentlich Fußball, und damit geht's rein. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier in Glasgow zur Begegnung Glasgow Rangers gegen den FC Falkirk unter der Schiedsrichterleitung von William Cullum, den wir heute sehen hier schön mit Trainerbildchen. So, McGovern kann hier retten nach einer Aktion von David Templeton. Und wir wollen natürlich schauen, dass wir hier unser Heimspiel gut gestalten. Das wäre natürlich schön, wenn wir dann auch gleich hier gewinnen könnten. Erstmal die gelbe Karte hier für Christopher Julien, der Leihgabe vom SC Freiburg. Nach einem taktischen Foul, also muss er sich jetzt schon sehr früh zurückhalten. Ist heute hier zusammen mit dem anderen Franzosen Fauré in der Innenverteidigung. Nachdem ich jetzt mal Gasparotto hier einfach mal die Pause gönne, Falkirk mit der ersten Möglichkeit. Gleich eine gefährliche. Fauré hindert Vitorsi erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Also starke Aktion hier von unserem Franzosen gleich. Gegen Vitorsi, unserem Eckspieler. Hundertprozentige Chance nach Ecke von Adam de Apusso. Hicker scheint zunächst einen Tick zu weit. Loi kann den Ball unter Kontrolle bringen. Und der Ball landet im Netz. 1 zu 0, FC Falkirk, Rory Loi. Hier mit dem Tor nach 14 Minuten und wir sind zum ersten Mal in Rückstand. Hoffentlich können wir hier antworten. 18. Minute, hundertprozentige. Templeton schickt mit einem Pass Valotti auf die Reise. Quer auf John Daly, der nur noch einschieben muss. Ausgleich. John Daly. Und dann tue ich doch wieder einstellen. So. Klasse, jetzt sind wir wieder zurück in der Partie. Durch John Daly, drittes Tor der Saison nach Vorlage von Mattia Valotti. Und wir haben gleich die nächste Chance. 25. Kyle Hutton auf Muniel Haddadi, der ohne jedes Zögern sofort den Abschluss sucht. McGovern ist jedoch blitzschnell unten und packt bombensicher zu. Nicht die 2:1-Führung, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Oh nee. Dwight Hyundai schaltet aber blitzschnell und wirft sich noch dazwischen. Na, Gott sei Dank hier. Nach Fehlpass von Christopher Julien. Aber Ecke für Falkirk, die sieht wieder gut aus durch De Apusso. Deckel kommt schön auf den Elfmeterpunkt, aber Cameron Bell stürmt heraus, schiebt alles zur Seite. Dann pflückt er das Leder gerade noch vor Handling. Aus der Luft und begräbt es unter sich, Gott sei Dank. Und jetzt sagt man einfach mal voller Angriff. Und hier in Dali mit der nächsten gelben Karte, der heute eine 1,5 hat, an seine Form anknüpft aus der letzten Partie, die er für uns gemacht hat in der Begegnung gegen Queen of the South. Und jetzt hier erstmal die gelbe Karte für ihn. Aber wir haben gleich die Chance.
Templeton kommt aus 19 Metern frei zum Schuss, trifft aber nur Daly. Die Situation ist vorbei. So, Falkirk mit der nächsten Chance. Ein Schutzversuch von Rory Loy aus 13 Metern kann Cameron Bell souverän entschärfen. Und wenn es hier ein bisschen laggen sollte im Hintergrund, dann liegt es daran, dass ich FIFA 15 nochmal neu installiere, damit ich euch wieder FIFA 15 anbieten kann. Vielleicht, wenn ihr die Folge seht, kann ich es mittlerweile wieder anbieten, man weiß es ja nicht. Das Spiel ist pünktlich zu Ende, Abpfiff zur ersten Halbzeit, es steht hier 1:1 gegen den FC Falkirk, dem Tabellensechsten. Und dann gucken wir jetzt erstmal auf die Noten, Giuliano mit einer 4,5. Dürfen wir hier motivieren, motivieren, nochmals motivieren. Piendalli mit einer 2,5, heute mal wieder klasse Leistung. Daly ist von der Form her wirklich schon am Knabbern. Aber wir brauchen ihn. Sag mal, ich weiß, dass ihr das besser könnt. Dann würde ich sagen, tauch mal rein in die zweite Hälfte. Und hoffen auf ein besseres Resultat hier von unseren Jungs. So, erstmal zur Konzentration. Powerplay in Glasgow. Hoffentlich für uns. Die Glasgow Rangers spielen jetzt alles oder nichts. Jetzt wird noch einmal alles nach vorne geworfen. Valotti mit einem Feintrick gegen Caravella. Kommt die Flanke in den Strafraum. Aber Torhüter McGovern kommt aus seinem Kasten, springt ab und holt das Lederbomben sich aus der Luft. Und das Powerplay bleibt hier ohne Erfolg. Schade. Das wäre natürlich die Riesenchance zur Führung hier gewesen. Riesenchance in Glasgow. Überzahlsituation für uns. Templeton hat nur noch McGovern vor sich. Querpass auf Kevin Kyle, der nur noch einschieben muss. Genau in die Tormitte. 2:1 Kevin Kyle. Mit seinem vierten Saisontor müsste es, glaube ich, sein. Yes. Kyle Templeton für das Tor in der Saison. Nach schöner Aktion hier von Templeton. Schlechte Zweikampfführung von Juliet, der hier den Ball an Handling verliert, aber Cameron Bell kann den Ball hier aufnehmen. Gangart des FC Falkirk wird rauer, ist natürlich klar jetzt nach Rückstand. Da muss jetzt mehr kommen von der Mannschaft. Und ich wechsle jetzt, und zwar lauft John Daly, unser Kapitän, raus und es kommt Anthony Martial mit seinem Comeback für uns. Wir haben jetzt erstmal noch eine Ecke von Monier El Haddadi. Johnny Flint mit einer etwas kurzen Abwehr. Daly versucht es aus der Drehung, aber sein Schuss ist zu schwach. Und eine leichte Beute für McGovern. Und jetzt der Wechsel. Anthony Martial mit seinem ersten Einsatz für uns kommt jetzt für John Daly in die Partie. Und wir haben jetzt hier noch eine halbe Stunde zu spielen beim Stande von 2:1. Aber jetzt erstmal der Wechsel. James Vincent für Kamil Wiktorski, der heute eine gute Leistung schlechte Leistung abgeliefert hat. So, sag mal voller Angriff, währenddessen ich jetzt überlege, hinten zu wechseln. Hinten ist nämlich immer gefährlich. Stefane kann ja links hinten spielen, von daher wechsle ich ihn jetzt da mal ein, ohne Probleme hoffentlich. So, und die nächste Überlegung, die ich dann jetzt noch habe, betrifft den guten Templeton, aber ich möchte nicht wechseln, weil sonst verletzt sich noch jemand und dann sind wir nur noch in Unterzahl. Aber jetzt erstmal der Wechsel hier, Mehdi Sefane, der Algerier, glaube ich, für Dwight Tiendali in der Partie, der heute mit einer 2,5 ein gutes Spiel geliefert hat. Und wir haben gleich die Chance. Weiter Einwurf von Templeton. McGovern kommt heraus und fängt den Ball ab. Sein Versuch, einen Konter einzuleiten, misslingt allerdings und die Glasgow Rangers sind wieder im Ballbesitz. So, Falkirk ist angeschlagen, das wissen wir. Und jetzt kommt Andy McIntyre für Ryan McGeever, also Abwehrwechsel in der Innenverteidigung. Und wir haben daraufhin die Chance.
Christopher Julliers schaltet sich ins Angriffsspiel, einen Doppelpass mit Valotti und der Verteidiger zieht aus 13 Metern ab. McGovern ist aber auf dem Posten, also das wäre es ja noch gewesen hier. Und der eingewechselte McIntyre zieht jetzt gleich mal gelb. Martial hebt deutlich vor dem Zweikampf mit McIntyre ab und wurde überhaupt nicht berührt. Und dafür zieht er gleich mal gelb. Und wir haben hier die nächste Chance. Freistoß, David Templeton bringt einen Freistoß vor das Tor von Michael McGovern. Die Abwehr des Falkirk blockt schlecht ab und Valotti kommt zum Nachschuss, den Johnny McFlynn aber mit etwas Glück noch zur Ecke rettet. So, was machen wir denn? Ich glaube, heute wechseln wir mal Muni El Haddadi aus und da kommt dann Ryan Gold. Jetzt erstmal die Ecke hier von Mehdi Sefane. Aber die hat ja anscheinend nicht viel bewirkt. Und jetzt der Wechsel. Ryan Gold für Muni El Haddadi. El Haddadi heute nur mit einer 3,0. Aber er muss halt nicht immer so Glanzleistungen abgeben, wie jetzt zuletzt gegen Queen of the South. Jetzt die 100%ige für Falkirk. Aber Elson bringt hier zum Glück keinen Druck hinter die Kugel, sodass wir hier nochmal Glück haben. Und jetzt gehen wir noch kurz in die individuellen Anweisungen, gucken mal, ob wir irgendwas ändern müssen. Hatten vielleicht, der sich hier um ihn noch kümmert. So, jetzt die letzten noch 10 Minuten, hoffentlich haben wir jetzt noch eine Chance, um die Partie endgültig zu entscheiden. Aber erstmal jetzt ein Stürmerwechsel. Witherston kommt für Daniel Handling mit einer 54. Kevin Kyle und Flynn verweisen sich zum Zweikampf. Das kennen wir ja schon. Abseitsentscheidung vom Referee. Wird hier mit Pfiffen begnadet und ich setze unsere Mannschaft jetzt auf jeden Fall ins Zeitspiel. Guter Angriff der Glasgow Rangers, aber Ryan Gold ist da viel zu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Eine Minute. Jetzt noch. Und nochmal die Chance hier zum Abschluss. 100%ige. Templeton schickt mit einem weiten Ball Martial, der in den Strafraum eindringt und quer auf Kyle passt. Und der großgewachsene Stürmer muss nur noch einschieben. 3-1. Die endgültige Entscheidung. 5. Tor in dieser Saison. Erste Vorlage von Anthony Martial. Und Kyle ist jetzt auch völlig kaputt. Wie wir jetzt sehen, wir schlagen hier FC Falkirk mit 3-1. Durch die Tore von Daly, Kyle und wieder Daly. Davor mussten wir ja schon früh den 1-0 Rückstand von Rory Laurie einstecken. Aber wir haben es ja noch geschafft. Statistiken 63-37% Ballbesitz. 17-7 Chancen, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zurück im Nachbericht zum dritten Spieltag der Scottish Championship mit der Begegnung Glasgow Rangers gegen den FC Falkirk. Wir haben es geschafft, haben den FC Falkirk mit 3-1 geschlagen bei uns zu Hause. Spieler des Spiels, David Templeton mit einer 1,5, der heute auch ein wirklich klasse Spiel geboten hat. Sefane, guter Einstand mit einer 3,0, Martial mit der Vorlage 3,0, hat sich auch gut eingefügte 3,5 Sternemann. Hier wird es ein bisschen schwieriger, ihn wahrscheinlich zum 5 Sternemann zu boxieren, aber ich denke mal, das könnten wir durchweg schaffen. Und jetzt erstmal gucken wir dann noch auf die restlichen Noten. Templeton 1,5 und Bisti und Dali haben heute wirklich alle eine gute Leistung gezeigt. Schlechtester Mann auf dem Platz war Christopher Chillier bei uns und beim Gegner. Unser Ex-Spieler Kamil Witorski neben James Vincent, also sein Nachfolger dann. Und wir sehen es hier, unsere beiden Ansprachen sind geglückt und jetzt Statistiken. Dort sehen wir es 10-3 Schüsse, 8 aufs Tor, 2 vorbei, 13-5 Chancen und 63-37% Ballbesitz. Spieler des Spiels David Templeton werden wir wahrscheinlich in der 11. des Tages sehen, hoffentlich. Und das Wetter, das Spiel fand bei wunderbar sonnigem Wetter statt, 11 Grad hier in Schottland. Und jetzt die Ergebnisse.
Queen of the South unterliegt 0 zu 2 House of Miss Lothian, die damit immer mehr da unten nichts mehr zu tun haben werden, jetzt nur noch minus 8 Punkte haben, also sie kommen so langsam und haben jetzt von ihren minus 14 bzw. minus 15, die sie hatten, jetzt schon 7 Punkte aufgeholt, ist zumindest schon mal gut. Dann sehen wir hier Codenbeth unterliegt 0 zu 2 FC Livingston. Wir mit dem 3 zu 1 gegen FC Falkirk. Dumbarton gewinnt 4 zu 0 gegen Alloa Athletic. Und Race Rovers unterliegt Hibernia mit 1 zu 2. Damit in der Tabelle wir souverän 3 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte. Dahinter FC Livingston mit 4. Race Rovers mit 4 und Hibernia mit 4. Dann eine ganze Dreierserie. 9. FC Falkirk nach der Niederlage jetzt. Haben 3 Plätze verloren und jetzt gucken wir mal in die Premiership. Da sehen wir FC Aberdeen 1. vor Celtic, Kilmarnock, Patrick, Sistel, FC Dundee der Aufsteiger, Ross County, St. Mirren, St. Johnston, Inverness, Motherwell, Hamilton Academical und Dundee United, die hier noch nicht so gut in die Liga gestartet sind. Und jetzt gucken wir mal in die anderen Ligen. Österreich. Sturm Graz vor Salzburg, 3. SV Ried, 4. SK Rapid Wien Wolfsberg auf der 6. Stürzt hier nach gutem Start langsam ab. 6 Spiele, 3 Siege, 3 Niederlagen. Dann der Blick nach Belgien, das Thema KC Genk vor Anderlecht und Standard Lüttich. Ist an sich auch nicht schlecht, das Tabellenbild hier. In England, FC Liverpool vor Arsenal, Tottenham und Manchester City, Manchester United auf der 5. Und unten Crystal Palace, Aston Villa und der FC Burnley. Frankreich, PSG 1. vor AS Monaco und Marseille. Unser Kooperationspartner Lyon auf der 8. Deutschland, die Bundesliga hat gestartet. FC Bayern mit einem 4:1 Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Sind damit hier Tabellenführer nach dem ersten Spieltag. Dahinter Gladbach, Mainz, Schalke, Frankfurt und Hoffenheim. Und der Aufsteiger Köln, die den HSV mit 1:0 besiegt haben. Dortmund mit einem 2:2 gegen Leverkusen und unten VfB Stuttgart, Paderborn und Wolfsburg. Zweite Liga, dort sind wir FC Erzgebirge Aue an der Tabellenführung. Neben den FC St. Pauli und dem Karlsruher SC, unten Heidenheim, Darmstadt und Bochum. Dritte Liga, SVW in Wiesbaden 1. vor Duisburg und Holstein Kiel, das wird die Mannschaft von Berge hier freuen. Und unten VfB Stuttgart 2, Sonnenhof, Großasbach und Preußen Münster. So, Italien, Serie A, 2. Spieltag, Lazio vor Neapel und Genua. In den Niederlanden Vitesse Arnheim vor Go Ahead Eagles und Ajax. Russland, ZSKA Moskau vor Spartak Moskau. Zenit St. Petersburg auf der 3, 4. Dynamo Moskau. Dann Schottland, kennen wir ja. Spanien, 1. Spieltag. Granada hier Tabellenführer. Die gegen den Aufsteiger SD Eibar mit 5:0 gewonnen haben. Dann Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Madrid auf der 5, Barcelona auf der 10. Dann noch die Schweiz, dort sehen wir Basel 1. vor Luzern und St. Gallen und Brasilien, Corinthians vor Atletico Mineiro. Und jetzt kommen wir zu den Stimmen. Da sagte Hayley C. aus Motherwell, Fußball ist das erfolgreichste Theater der Neuzeit, das wissen wir. Und Rory Loy sagte, wir sind hierher gefahren und haben gesagt, okay, wenn wir verlieren, fahren wir wieder nach Hause. Gutes Zitat, muss man schon sagen. Spieltagsstatistik sehen wir heute 3 von uns. Nämlich Templeton, Daly und Kyle, der jetzt schon 5 Saisontore hat. Heute drittbeste Teamleistung mit einem Schnitt von 3,05 und der Saisonschnitt von 3,07. Beste Spieler, Kyle hier 1. mit 5 Toren und nach 3 Spieltagen Jason Thompson, bester Mann. Und dann haben wir hier noch einen Dreierpack von uns noch. Mit den Spielern John Daly, Templeton und Kevin Kyle. Und jetzt abschließend noch zum Fairplay. Da sehen wir uns auf Platz 8 wieder mit in Folge jetzt 6 gelben Karten. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter in der Woche. Und hoffen mal,
dass wir jetzt noch vielleicht den einen oder anderen Spieler noch besorgen können, damit wir einfach jetzt gut aufgestellt sind. Vorstandsvertrauen geht hoch auf eine 16 von 20. Also da arbeiten wir uns einiges. So, der gute Sivkovic überzeugt beim Training, der ja momentan verletzt ist. Ich habe ihn ja, glaube ich, in die zweite jetzt verbannt erstmal. Mannschaft der Woche, Templeton, Kyle und Daly. Da müssen wir jetzt noch gucken in der nächsten Woche, dass wir da noch was machen. Stadioneinlass wird vergrößert. Die Ordner können nun schneller und effektiver ihre Arbeit verrichten. Es entstehen Kosten von 10.000 Euro. Ist natürlich nicht gut, weil, wie gesagt, wir die Schulden haben. Spielfrei sehen wir hier. Am Samstag ist nichts, aber dafür am Sonntag. Wir können ja gucken, ob wir hier noch was machen können. Hätten wir noch zwei unterklassige schottische Vereine. Aber ich denke mal, das muss jetzt nicht sein. Und wir sehen es hier, in der Jugend hat sich ein bisschen was getan. Haben wir jetzt ein paar Neuzugänge, die ich euch dann theoretisch geben kann. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Aber ich muss gucken, von den Stärken her ist es nicht so. Die werden dann auch nicht übernommen, glaube ich. Ich hoffe natürlich, dass ich hier stärketechnisch noch gute Spieler reinbekomme. Aber die mit 31er Stärke jetzt zum Beispiel, die werden nicht so das Potenzial haben, dass man sagen kann, okay, die werden sich noch in die Höhe entwickeln. Deswegen schicke ich sie lieber weg, weil es ja eigentlich gar keinen Sinn hat. Weil ihr wollt ja starke Spieler haben, wenn ihr den Jugendspieler habt und nicht irgendeine Kröte. Von daher seid mir da nicht böse. Und dann gehen wir jetzt in die nächste Woche. Haben ein Minus von 17.501.551 Euro. Und jetzt erstmal hier ein paar Transfers. Darunter der Top-Transfer von Giorgio Chiellini von Juventus zu Chelsea für 21 Millionen. Dann Muriel verlässt Udinese, geht zu AC Florenz innerhalb der Serie A. Nkulu geht zu Lazio für 14 Millionen. Zuniga, der ja Neymar umgefault hat. Bei der WM wechselt jetzt hier zu Atletico Madrid. Veloso kehrt Ukraine den Rücken, geht zum FC Porto in die Heimat. Muslera in die Serie A. Ansonsten nichts Interessantes. Sehen hier Acca, der Ex-Hoffenheimer, wie wir hier sehen können. Hat dort eine halbe Saison gespielt, glaube kein Einsatz. Es war einer der Fehlgriffe schlechthin. Und spielt jetzt auf der Insel für Swansea, also in Wales. Und sehen Danny da Costa wechselt zu Köln für 2,2 Millionen. Sonst unsere Laie noch. Julian von Hacke wechselt zu RB Leipzig hier für 280.000. Dann hier noch unser Abgang. Ansonsten ist hier nicht weiteres Interessantes mit dabei. Außer dass wir jetzt hier weitergehen in der Woche. Glauben Sie, dass es Ihrer Mannschaft an Erfahrung für den Klassenerhalt mangelt? Das sagt mir jetzt mal. Uns ist klar, dass wir es in der Liga deutlich schwerer haben, aber wir halten dagegen. Oh Mann, das sind keine Fragen, die man sich hier. So, das sagen wir jetzt mal. Selbstvertrauen plus 2 immerhin, weil als Aufsteiger hat man natürlich die Ambition, erstmal in der Liga zu bleiben. So, und dann gucken wir mal. Jetzt können wir die Spieler dann gleich mal loben. Scouting abgeschlossen von Falkirk und Mbolo auf der 7. Aber es wird eh nichts für eine Verpflichtung. Dafür ist er jetzt einfach zu schwach. Kevin Kyles, kann man mal sagen, du hast gut trainiert. Und zu John Daly kann man mal sagen, du hast auch gut trainiert. Und jetzt guck mal einfach nochmal wegen neuen Spielern, ob wir da jetzt noch was machen. Und ob wir jetzt Spieler hier nochmal abgeben von uns.
Neben Callum Gallagher, der eine 13er Form hat, wahrscheinlich, nee, noch nicht gespielt hat. So, Crawford. Wäre so eine Überlegung, dass wir ihn jetzt einfach sozusagen an den Mann bringt. Eigentlich wollte ich ihn ja leihen, weil 2017 hätte er durchaus eine Chance, erstmal per Saisonleihe irgendwo hinzugehen, um an Erfahrung zu gewinnen. Er ist ja mit seinen 19 Jahren extrem jung, kann alles Mögliche noch schaffen. Aber bei uns wird er, glaube ich, mit der Position erstmal nichts zu tun haben. Deswegen lassen wir da mal den Spieleragenten, und der sucht jetzt erstmal einen. Hat auch einen gefunden. Bei McKay könnte es ähnlich aussehen, dass wir den erstmal auf Leihbasis schicken, damit er hier auch zu Einsätzen kommt. Weil bei uns wird es, glaube ich, nicht so sein, dass er welche bekommen wird. Fraser Ayer, da ist es auch so ein bisschen schwierig, weil wir haben Ryan Gold und Valotti, die da beide schon wesentlich stärker sind. Von daher genau dasselbe. Minimale Ablöseforderung natürlich auch nach unten. Wir können zwar was kassieren, aber es bringt uns auch nichts. So ein Zehntel vielleicht. Dass wir so sagen 8000. Und dann gucken wir gleich mal, ob es da was gibt. Gibt tatsächlich was, klasse. Kyle MacAuslan ist eigentlich auch so ein Spieler, wo man eigentlich sagen könnte, man könnte ihn verleihen. Weil wir hier Hutton noch haben, der rechts spielen kann. Dann haben wir noch Sefane. Und da gucken wir jetzt einfach mal, ob MacAuslan da die Möglichkeit für sich nimmt und dann zu einem anderen Verein geht, der ihm hoffentlich die nötige Spielpraxis bringt. So, klasse. Das sind natürlich Spieler hier aus unserer Liga, wo wir ihn dann hingeben würden. Gehälter noch knapp 6000, muss ich noch mal ein bisschen anpassen gehen. Mal gucken, wie viel kann man denn hier? 201.000. Das machen wir doch mal gleich. Weil ich habe mir noch überlegt, dass wir hier vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler noch holen. Und dafür braucht man einfach Gehalt, um die Gehälter auch zu überstimmen. Zwar haben wir jetzt über die Kooperation die Möglichkeit, Spieler auszuleihen. Aber es sieht hier aus, als könnten wir gerade keine mehr ausleihen. Vielleicht ist da eine Regelung drin, die besagt, dass wir keine Spieler mehr ausleihen können. Müssen wir natürlich mal gucken, ob es da die Möglichkeit gibt, dass wir uns dann irgendwie noch gezielt verstärken können. Laie, das ist unser Spieler. Sonst mal gucken, gibt es hier noch irgendwas? Nein. So, und gucken wir einfach mal. Talentsterne, das müssen wir jetzt erstmal nicht machen. So, dann gucken wir mal. Kaufleihe. Also da könnte man welche noch holen, so 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen. Also so auf Kurzleihbasis. Sonst hier noch irgendwas Interessantes dabei? Sieht nicht danach aus. Ist vielleicht hier noch irgendwas, was uns vielleicht noch zusagen könnte? Ferry-Spieler darf nicht ausgeliehen werden. Darf auch nicht ausgeliehen werden. Darf auch nicht geliehen werden. Kaufangebot Guy de Mel. Devin Parker, wie sieht es da inzwischen aus? Immer noch keine Möglichkeit. Patterson
darf nicht ausgeliehen werden, dann sieht es wahrscheinlich so aus, als hätten wir da diese Regelung jetzt schon überschritten mit ausgeliehenen Spielern. Von daher müssen wir uns auch überlegen, ob wir diese Leihen, die wir jetzt hier anstreben, zurückziehen. Aber eigentlich ist es für die Spieler hier besser, dass sie irgendwo Spielpraxis bekommen. House of Mislothian, da haben wir es zuletzt geguckt. Da könnte er sich gegen Gary Oliver hier durchsetzen. Locker, glaube ich, von der Stärke. Darf er gehen? Robbie Crawford, denke ich mal, darf dann auch gehen. Darf gegen den eigenen Verein spielen? Ja, darf er. Ist bei denen eigentlich schon so, dass ich es eigentlich gerne möchte. Und die wurden ausgeliehen. Klasse. Jetzt die Rückspiele hier der Champions League. Arsenal ist in der Gruppenphase dabei. Genauso wie Athletic Bilbao. Leverkusen ist auch dabei. Es ist Neapel, hat es auch geschafft. Und Lille ist dabei. Ist auch zumindest schon mal positiv. Europa League, da können wir auch mal gucken, wer dabei ist. Strømsgodset aus Norwegen hat sich hier gegen Rødik durchgesetzt, ist weiter. Partizan Belgrad hat es geschafft. Sparta Prag. HJK Helsinki ist auch mit dabei. Hajduk Split. Elfsborg, Lech Posen. Panathinaikos, FC Kopenhagen, Standard Lüttich, Feyenoord Rotterdam. Also die üblen Verdächtigen, die es hier geschafft haben. Wir scrollen mal durch. St. Johnston für uns in Schottland ist mit dabei in der Europa League. Hat sich hier gegen Lyon durchgesetzt. Klasse. Das ist natürlich gut, wenn schottische Mannschaften da weiterkommen. Ist gut für die 5-Jahres-Wertung. Dass wir nicht übelst lange Qualifikationsrunden haben. So, McKay wird ausgeliehen. McRawford und Kyle McAusland sowie Fraser Ayert. So, dann gehen wir hier noch weiter auf das Spiel gegen den FC Olympique Lyon. Dann ist da der Cut für die Folge. Sehen hier, Salamone wurde verpflichtet vom FC Livingston. So, und dann geht's rein. Gegen Olympique Lyon haben noch drei News, Motivationslehrer. Nehmen wir mal mit. Und dann würde ich doch mal sagen, war's das?